Moin, es sind Mia und herzlich willkommen bei Geeks Live Luxemburg. Hi, wir sind nach dem Let's Player. Kannst du schon mit mir vorstellen? Hi, mein Name ist Will Payne. Ich bin Streamer, YouTuber. Ich habe schon im Stream Gameplay-Stuff. Wie gesagt, das Streaming ist natürlich nicht mehr Gameplay. Und auf YouTube und ich dann auch meine Videos zusammengeschnitten, entweder vom Stream oder Videos, die ich nur für die YouTuber wollen. Respektiv Figuren, die ich reviewen, wo ich muss so ein, das ist sowas, blablabla, etc. Und wie warst du denn nun gekommen? Mein Nun hat hier eine lange, lange Zeit angefangen, weil ich immer auch ein Fan von Wrestling bin, von denen du kennst. Das war mal so, wie wir Wrestling-Spieler gemacht haben, hat der Kollege mal gesagt, ja, komm, bei mir, ich meine nicht, der Charakter, auf dem ich nun. Auch von da so ein, ich war so 13 Jahre so hatte ich. Und ich hatte auch keine Ahnung von Lo, Englisch und hier und so. Und ich habe einfach, oh, gut nun für Wrestler. Und dann ein Diktionär nur geguckt, oh, Schmerz, Pain, das klingt gut. Und von da so ein, immer so den Film Major Pain geguckt. Und dann ist der Nummer umgeändert, der Schreifer ist umgeändert. Und schlussendlich den Nummer auf The Real Pain sind ich gekommen. Ich habe Xbox Live. Einfach nicht mehr Pain. Das bin ich natürlich überall. Und ich habe schon mal einfach gesagt, okay, wie viele Buchstaben kann ich benutzen, was kann ich da setzen? Und schon mal, der Punkt war einfach, ich war gesagt, es sind so viele Leute, die den Nummer benutzen. Ich benutze den Nummer schon so lange. Das sind die Richtigen. Aber absolut. Und was für Spiele spielst du dann? Also Streams, die so größtenteils? Ich bin am Anfang offen für alles. Ich meine, im Moment spiele ich extrem viel Smite. Vor allem hat Spaß mit, weil ich wirklich so ein bisschen besser gehen dran. So ein bisschen mehr Skill kann erweisen. Ich meine, für den Rest, ich spiele alles. Alles, wenn nicht Realismus ist, sag mal so. Ob der Rennspieler ist, ob der den Lebenssimulation, bla bla bla. Need for Speed, Halo, Hauptsache Arcade, Hauptsache Fun, voilà. Und wie oft an der Woche streamst du ungefähr? Normalerweise all Tag. Normalerweise all Tag, außer den letzten Tisch, wo ich mal sagen, okay, ich will noch ein Lot zu dienen, dann mal denken nicht. Aber normalerweise sind es 70 pro Woche, gegen den Hour um Twitch live. Willst du eine gute Community haben oder verteilen den Fans von den Videos? Im Moment ist die Community noch relativ klein. Dafür sind ich auch, dafür ist Smarter sein gesagt, wo ich nicht gerne noch von aufregen, weil die meisten Leute am Twitch kommen für Smite. Aber ich habe bis jetzt am Anfang gar nicht mehr gute Erfahrungen mit Twitch, mit YouTube, die halt wirklich mehr erfahren sind. Und du kannst mich wirklich am Anfang nicht beklagen. Wie lange müsste das überhaupt schon? Maja, es ist seit Ende März hat er gefallen. Das heißt, das ist bald Jahr im Gang damit. Maja dann? Maja, und so ein schönes Film ist Messi? Maja, ja, geschickt, merci auch. Und seinen Channel könnt ihr dann noch gerne nur gucken. Sometimes it's so daddy, I tell you, fuck, there's no way.